Ich habe mich für den Beruf Lackiererin entschieden, weil mich der Aufbau von der Karosserie sehr interessiert, die Oberflächenbeschichtung. Und ich finde es einfach richtig arg, was man aus einem Auto vom Optischen so rausholen kann. Das Interesse ist schon immer da gewesen. Allgemein, weil mich VW und die ganzen Autos auch sehr interessiert. Und nachdem mein Opa selber Lackierer ist, wollte ich den Beruf eigentlich auch selber lernen. Beim Lackieren selber ist wichtig, dass man einmal sorgfältig arbeitet, dass man eine Ordnung im System hat, dass man halt einfach einmal die Oberfläche reinigt, so wie sie es gereinigt gehört, dass nichts irgendwie verschmutzt ist, was sich dann im Decklack abzeichnet. Also die Voraussetzungen für einen Beruf wären wirklich einmal eine gute Teamfähigkeit, vielleicht auch Teamleitfähigkeit, Ordentlichkeit, eine Sauberkeit haben und vielleicht, dass man immer zwei zu Ohren hat, dass man vielleicht, wenn man Hilfe braucht, immer sofort da ist. Natürlich auch, was so wichtig ist, dass man ein bisschen Farbgestaltung mitbringt und alles. Also persönliche Schulungen bzw. Weiterbildungen für uns selber haben wir gehabt im ersten und im dritten Lehrjahr. Einmal waren wir in Graz und einmal in Kärnten unten. Da haben wir viel über unsere Persönlichkeiten gelernt, wie wir mit unserem Körper selber umgehen, wie wir mit uns selber umgehen. Also allgemein bei Porsche Intauto geht es mir sehr gut. Ich habe Freude am Arbeiten, das was natürlich das Wichtigste ist. Ich habe super Leute mit, die mich immer unterstützen, wenn ich Hilfe brauche natürlich und die was auch für die da sind. Das freut mich sehr an dem Beruf.